Hallo, hier ist mal wieder der Sebastian von der Munich Guitar Company. Und heute wollen wir mal die Firma Collings ein wenig beleuchten. Haben wir mittlerweile seit knapp über einem Jahr im Programm und sind sehr glücklich damit. Trotz langer Lieferzeiten, die situationsbedingt aktuell noch länger sind, nämlich bei fast über einem Jahr, haben wir aktuell 4 Gitarren da und auch schon wieder einige nachbestellt. Und heute würde ich euch gerne mal ein bisschen die Unterschiede zeigen zwischen der Traditional-Serie und der Standard-Serie von Collings. Ich fange mal mit der Standard an. Wir haben hier ein D1-Modell, Sitka Fichte Mahagoni, also ein wirklicher Klassiker. X-Bracing, 43 mm Sattel, glänzend lackierter Hals, super Strumming-Gitarre, die wirklich warm klingt und sehr vielseitig ist. Und ja, also kurz mal reinhören. Richtig Power, richtig Dampf. Super Strumming-Gitarre. Serienmäßig auch die offenen Waverly-Mechaniken drauf und sind wirklich bis ins letzte Detail top verarbeitet. Für ein kleines bisschen mehr gibt es dann die Traditional-Serie von Collings, die sich hier so ein bisschen an den Pre-War-Modellen anlehnt, also quasi ja, wie vom Zweiten Weltkrieg die Western-Gitarren gebaut wurden. Vorgesetztes Bracing, Forward Shifted, X-Bracing, Warmleim verleimt, diese durchgehende Stegeinlage, wie man hier gut sehen kann, sind nur kleine Details. Nitro lackiert ist ja auch. Kann man auch auf der Collings Website nochmal nachlesen, wen das interessiert. Da geht es sehr ins Detail. Ich finde eine Gitarre, die wirklich gerade als neues Instrument eine Wahnsinns-Power hat. Also einfach macht viel mehr auf, ist auch immer leicht gebaut. Hier haben wir sogar noch eine Custom-Variante mit einer gebackenen Sitka-Fichtendecke, die das Ganze noch ein bisschen wärmer und runder macht. Also ich finde eine Gitarre, die wirklich schon auf die ersten Akkorde einfach dazu einlädt, sich auf die Couch zu setzen und so ein bisschen Akkorde zu strummen einfach. Ist aber auch ein Instrument, was sehr dynamisch agiert in den hohen Lagen. Hier haben wir die Variante mit Palisander, indischem Palisander und Herringbone Binding. Im Vergleich dazu die D1 war mit Sitka Fichte Mahagoni, ganz klassisch und traditionell. Und ich würde sagen, wir hören jetzt in beide Gitarren mal rein und machen auch mal die gleichen oder ähnlichen Klangbeispiele bei beiden Instrumenten, dass ihr mal einen direkten Vergleich hört.